Hallo und herzlich willkommen heute zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks und heute mit einem Panzer, den ich ja selber, glaube ich, das letzte Mal in einem Preview gezeigt habe, und zwar den FV4202P. Habe ich mir mal rausgesucht, KTS Malinowka, und ich selber fand den Panzer damals gar nicht so geil. Das ist ein Tier 8 Premium Panzer. Der wurde aber dann nochmal ein bisschen angepasst. Und hier diese Runde kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Wir haben noch nie so eine Credit-Ausbeute hier auf dem Kanal gehabt. Deswegen ist das auch zumindest mal von den Stats her, aber sowas von verdient, das Replay of the Week. Jetzt schauen wir mal, was er hier macht. Das hat er natürlich hier auf der Karte erstmal den unteren Weg genommen. Da geht er jetzt erstmal ein bisschen schwimmen. Jetzt muss er nur schauen, dass er hier auch nicht absäuft. Aber das, ja genau, macht er gut. Hat aber den ersten dicken Schuss schon gefangen, also hat schon 450 Hitpoints weniger. Aber wie gesagt, so viel Credits haben wir noch nie gesehen. Und außerdem, er macht auch tollen Schaden und er hilft auch seinem Team immens. Also das, hier macht er zum Beispiel direkt den 110er auf. Da hat der 110er direkt mal den Weg nach vorne gewählt. Und jetzt konnte er nochmal einen geben und jetzt zieht er sich wieder zurück und da kriegt er von hinten die Hits. Und damit hat er schon mal den ersten dicken Spotting-Damage für sich geholt. Und da macht er jetzt gleich wieder die nächsten auf. Schöner Snapshot auf den Jagdtiger. Oh, nochmal, super. Ja, Wahnsinn. So, und jetzt bekommt auch der Jagdtiger da die nächsten Hits. Jetzt kann er genug Zeit zum Aimen, um jetzt da den Jagdtiger rauszunehmen. Auch der Jagdtiger wurde da dank seiner Unterstützung aber sowas von rausgeholt. Oh, da kommt ein Panther. Der zieht sich wieder zurück. Das heißt, er konnte ihn hier wieder ketten. Jetzt braucht er von hinten. Da sieht man sofort die Hits von hinten aus dem Team. Auch da wieder gekettet und auch hier da weg. Also auch wieder dank seiner Unterstützung weggemacht. Wahnsinn. Das läuft unglaublich gut. So, jetzt der Jagdtiger, der Tiger. Ne, da kommt er nicht ran. Gun Depression funktioniert da nicht so. Aber dann halt so. Wahnsinn. Und jetzt auch hier seitlich wieder die Hits und wieder den Spotting bekommen. Also das läuft fantastisch für ihn hier. Und auch der Rheinmetall wurde dank seinem Spotting weggemacht. Guckt euch mal an, was hier an Gegner mittlerweile zerstört worden ist. Und das ist nur, weil er hier vorne stand. Also super. Ja, auch der Jagdpanther, das gleiche Spiel. Er deckt ihn auf und schon kriegt der Jagdpanther da die Hits. So, jetzt hat er da auch getroffen. Jetzt hat der andere verschossen. Das heißt, er hat nochmal Zeit, um da zu aimen. Und zack, nimmt ihn raus. Ja, super Runde bisher. Wahnsinn. Also da muss man mal sagen, da sieht man, was das bringt, wenn man hier nach vorne fährt und den Scout macht. Vielleicht überdenkt der ein oder andere jetzt auch wirklich zukünftig seinen Fahrtweg damit ein wenig. Also sensationell. Ohne jetzt hier zu viel spoilern zu wollen, aber das war ein Bruttoergebnis von 240.000 Credits bekommt hier raus. Also ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal gesehen habe, dass jemand so viel Credits aus einem Kampf mitnimmt. Sensationell einfach. Unglaublich. So, die anderen Gegner sind alle auf der 8er, 9er, 0er Linie zuletzt gesehen worden und werden da wahrscheinlich auch immer noch irgendwo sein. Da sehen wir sie. FCM. Ah, hat nicht geklappt, leider. So, jetzt kommt da der T-54 rum. Ja, der bekommt hier gleich den Hit. Zieht sich jetzt zurück hier ins Haus. So, und jetzt wieder auf ihn drauf. Ja, schön. Also er hat hier auch ein perfektes Timing mit den Schüssen und mit den Wirken einfach von sich selbst. Brutal. Läuft besser, kann es halt auch einfach nicht laufen. Er schreibt auch No Cap, please. Verstehe ich, dass er hier gerne die Runde weiterspielen will.
aber halt auch No Cap Morans oder sonstiges und einfach nur No Cap Please fertig und weiter wird gespielt. Super. Also, da kann sich der ein oder andere wirklich was abschneiden hier. So, jetzt kommt der Type 4 schwer daher. Der FCM, der ist natürlich ein tolles Ziel. Sehr leicht, sehr weich. Also leicht nicht, sondern sehr weich. Kommt mal überall gut durch. Der ist jetzt ein bisschen unangenehmer. Aber auch da kein Problem. Guckt doch mal bitte hier kein Premium-Geschieße. Auch da kann es mal diesmal keinen Flame geben. Unglaublich einfach. So. Der Type ist da offen gewesen. Jetzt gerade mal nicht mehr. Jetzt kommt er hier in seine Richtung. Oh ja, jetzt könnte er gleich Druck bekommen. Jetzt bekommt er hier nochmal die Hits rein. Er schießt ja ihn hier aufs Laufrad, aber ein dicker Hit. So, jetzt neben ihm steht. Und ausnutzen, dass man da Gott sei Dank ein bisschen kleiner ist als er hier. Ah, jetzt auch noch der FCM. So, jetzt muss er unbedingt zerstört werden. Vielleicht durchs Fenster schießen, das wäre eine Möglichkeit. Oder so. Da hat der Type einfach ein bisschen zu viel geguckt, dann konnte er das ausnutzen. Sein Kommandant ist leider mittlerweile schon gegen Feierabend geschickt worden, das heißt, es muss ohne weitergehen. So. Der FCM drückt jetzt hier rum. Ah, da hat er kurz vorher gestoppt, weil er schon wusste, der Jagdtiger hat sich auch schon ausgerichtet. Ah, und da war er ein Müh zu spät und konnte den Hit nicht mehr selber ins Ziel bringen. So, jetzt hat er natürlich nur noch 94 Hitpoints. Das ist halt gar nichts mehr, aber der T29 hat auch kaum mehr was, also von dem her kann er da sich auf jeden Fall mal in seine Richtung orientieren. Der Conqueror ist vorne off und ansonsten lebt noch der AMX 50-100. Oh ja, da ist er ja schon. Dauert natürlich lange zum Einämmen ohne Kommandanten, der da für Recht sorgt in der Kanzel, aber auch der ist jetzt zerstört und nur noch jetzt der Conqueror am Leben. Und dadurch, dass er hier von dem Conqueror nichts mehr bekommen wird, kann ich schon mal auflösen. Er hat 5670 Schaden gemacht, was aber meines Erachtens gar nicht so das Beeindruckende an der Runde war, sondern der Unterstützungsschaden 8196. Er hat über 2400 XP damit eingefahren und das Panzer ist unglaublich verdient und netto hat er rausbekommen 204.000 Credits. Einfach sensationell. Die Runde war, glaube ich, mit das Beste an Unterstützung, was ich jemals gesehen habe. Ich hoffe, ihr habt es ähnlich gesehen und euch hat es ähnlich gut gefallen. Ansonsten sage ich weiterhin alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.